Servus, hallo und herzlich willkommen zur 10. Ausgabe des FC Bayern Basketball Magazins, das wir in dieser Woche leider gleich mit zwei schlechten Nachrichten beginnen müssen. Die erste: In der letzten Woche wurde überhaupt gar kein Basketball gespielt. Liegt zum einen an der Länderspielpause, zum anderen hier im Audidom, wie ihr seht, ist überhaupt gar kein Platz wegen der Jahreshauptversammlung. Die zweite schlechte Nachricht: Die Kathi, die normalerweise hier steht und euch durch die Sendung geleitet, die ist heute nicht da. Das Ganze wiederum aus einem erfreulichen Grund, denn die Kathi ist frisch gebackene Tante und will sich den Familienzuwachs in der Heimat mal aus der Nähe anschauen. Wir schicken natürlich herzliche Glückwünsche nach Österreich an Mama und Papa. Trotz dieser zugegebenermaßen widrigen Umstände kann ich euch eins versprechen: Auch diese Sendung wird es wieder in sich haben. Warum? Ihr erinnert euch bestimmt noch an die letzte Saison, als wir hier Reggie Redding und Wladimir Lucic verarscht haben, so muss man es einfach sagen, mit dem Fake-Fotoshooting für die von uns erfundene Cool-Down-Cream. Also das Geilste ist eigentlich gerade, dass es die Creme gar nicht gibt und die denken, es gibt sie. Und die machen serious Shooting. Das ist so schön. So. Uns und auch unserem Premium-Partner Emilo hat das damals so viel Spaß gemacht, dass wir gesagt haben, genau das müssen wir nochmal machen. Emilo kennt ihr auch schon aus der letzten Saison, als wir bei Wer wird Emilo näher oder Kaffee mit Coach unseren Premium-Partner schon mal mit ins Boot geholt haben. Hier die nächste Erinnerung. What was your most embarrassing moment in your life? Oof. There are a lot of this. Hast du eigentlich Snapchat oder ähnliche Social Media Accounts? Nein, ich habe keine Social Media Accounts. Heute, wer wird Emilo näher? Du musst heute Fakten und Fragen beantworten. Second and third, do you know? Second was Italy. Yes. And the third was Soviet Union. That is correct. Zusammen mit Emilo haben wir also Tag und Nacht getüftelt und uns ein neues Format überlegt. Herausgekommen ist Dankt. Und ich sag mal so, unsere Jungs sollten sich in dieser Saison auf jeden Fall in Acht nehmen. So, jetzt ist also Zeit für den ersten Prank der Saison. Erstes Opfer wird Karim Jallo sein. Der gute Karim denkt, er hat heute Vormittag mit uns einen PR-Termin bei unserem Radiopartner Charivari. Hintergrund der Geschichte: Charivari kam auf uns zu und hat vorgeschlagen, nehmen wir doch mal ein Musikalbum mit all unseren Profis auf, das wir dann im Frühjahr veröffentlichen können. Das Ganze ist natürlich größter Blödsinn, das wissen aber nur wir. Der gute Karim weiß es nicht. Er soll also heute seinen Song einsingen im Tonstudio bei Charivari. Der Song ist inhaltlich und musikalisch eine Vollkatastrophe. Warum? Weil wir ihn selbst erfunden haben. Hier seht ihr, wie das Ganze denn entstanden ist. Alles begann damit, dass Karim sich in einer Tagebuchfolge selbst als Savage365 bezeichnete, was so viel bedeutet wie der junge Wilde, der Unzähmbare oder umgangssprachlich ein echter Badass. Und das 365 Tage im Jahr. Und wenn jemand schon so cool und wild und Badass ist, wie Karim es von sich behauptet, kann es für ihn nur einen logischen nächsten Schritt in seiner Karriere geben. Richtig, er muss Rapper werden. Also machten wir uns daran, den passenden Beat zu komponieren und uns in Karims Gedankenwelt zu versetzen, um seine Verse auf Papier zu bringen. Nach schlaflosen Nächten und unzähligen Stunden in unserem vorübergehenden Heimstudio war es endlich vollbracht. Savage 365, das Demoband. So, jetzt wisst ihr also schon mal Bescheid. Und wie es sich für jeden guten Prank gehört, braucht man natürlich auch Lockvögel. Wir haben zwei davon. Zum einen wird dies Lemonia sein aus der Morningshow von Charivari. Sie wird nachher Karim im Tonstudio begrüßen und ihn im Tonstudio auch zu Höchstleistungen pushen. Der zweite Lockvogel ist kein geringerer als Anton Gavel. Auch er wird nachher hier sein. Auch er wird offiziell einen Song einsingen nach Karim.
Wir wissen natürlich wieder, das ist totaler Blödsinn. Der Tonno ist nur mit dabei, um sich ein bisschen zu amüsieren. Soweit, so gut. Wir sind bereit. Wir warten jetzt auf unsere zwei Protagonisten und auf den Karim vor allem. Und dann schauen wir mal, was daraus wird. Viel Spaß. Also wir sind jetzt hier vor den Toren von Charivari, gehen jetzt mit Anton schon mal hoch, um final die letzten Details zu besprechen, damit, wenn der Karim hoffentlich dann in einer halben Stunde auch hier ist, alles funktioniert. Kommt mit. Moin. Hallo, Leonia. Hallo, Karim. Hi, Nida. Hallo. Hi. Morgen. Damit du weißt, um was es geht, wir drehen nur Magazin, so Making-of-mäßig. Okay. Es gibt mit Charivari und uns, unserem Radiopartner, gibt es ein Album, auf dem jeder von euch einen Song singt. Okay. Also ihr zwei macht den Anfang heute. Kriegen wir schon hin. Das heißt, du fängst an, hier im Tonstudio, den Text kriegst du und Tonno kommt nach dir dran. Genau, wir so machen es ganz in Ruhe, ganz gechillt, gar kein Stress. Welchen Song singe ich denn? Ist das schon... Darf dir alles die Limonia. Genau, wir erklären. Haben ja den Text, glaube ich, da. Also du kannst rappen, wenn du möchtest, kannst es aber auch singen, was dir leichter fällt. Okay. Also ist von einem renommierten Songschreiber auch gemacht worden aus München. Er hat auch schon für Savage oder für Samy Deluxe geschrieben. Cool, okay. Und er hat sich so ein bisschen das dem angenommen. Mhm. Und wir machen also eine Compilation zusammen in der Zusammenarbeit, Charivari und ihr. Und wir wollen einfach so ein bisschen was Freshes auf die Beine bringen. Und ja, cool. Ich habe den Refrain schon eingesungen, so ein bisschen mich eingegroovt. Okay. Und ich glaube, das kriegst du hin. Also das ist auf deine Person auch schön geschnitten, dass du dich damit identifizieren kannst. Okay, wollen wir gleich loslegen? Ja. Ich bin draußen, aber wir sehen uns. Du bist als Nächster dran. Ja, ich weiß. Der ist mein Text übrigens. Das war ein slowakisches Lied, das war ungefähr... Ein paar Monate Top 1 in Slowakei. Okay. Sehr gut, sehr gut. Also er scheint. Ich spiele jetzt mal das Ding an, damit du mal hörst, also von der Melodie her. Und dann legen wir los. Da müsstest du einsteigen dann. Okay, ja. Soll ich dann einfach... Wir machen es mal von vorne. Ich gebe dir auch gerne ein Zeichen, dann ich zähle dann so runter, 3, 2, 1, dann hörst du schon, wie es losgeht. Okay. Man pusht also dich wird, einfach ein bisschen ein. Ja, das wird jetzt nicht gleich... Nein, passen, wir nehmen auch noch nicht auf, das ist alles jetzt ganz harmlos. Ah, okay. Super, du machst das. Alter, der nimmt das voll ernst. Klar. Yo, hallo, ich bin's, der Jallo, ein echtes Münchner Kindle, da machst du in die Windel. Gib dem Ball Karin, er ist wie Vitamin, für deine Gesundheit, Momente für die Ewigkeit. Klang schon echt gut, du hast schon so ein bisschen diesen Tiger-Style. Also du hast so ein bisschen von seiner Stimme, noch ruhig ein bisschen relaxter, aber versuch auf dein Timing zu achten, dass du immer schön auf die 1, auf die 2, aber das machst du echt gut. Yo, hallo. Ich bin's, der Jallo, ein echtes Münchner Kindle, da machst du in die Windel. Gib dem Ball Karin, er ist wie Vitamin. Savage, Savage, 3-6. Ja, alles gut, also, Kriegst von der... Nee, du kriegst es schon gut hin. Gib dem Ball Karin, na. Versuch noch ein bisschen mehr auf den Takt zu kommen und dann... Wir machen noch einen Versuch, würde ich sagen, und dann kommt ja auch schon die Hook. Und danach versuchst du einfach einzusteigen, okay? Okay. Super. Yo, hallo, ich bin's, der Jallo, ein echtes Münchner Kindle, da machst du in die Windel. Gib dem Ball Karin, er ist wie Vitamin, für deine Gesundheit, Momente für die Ewigkeit. Savage, Savage, 365, Savage, Savage, 365, Savage, Savage, 365, oh yeah. Du kommst mit Paul Kritzer, dein Herz so kleiner Hitzer, was soll ich in den Staaten, die NBA muss warten. Kommen wir nicht mit Dollar, der Audi-Dom ist toller.
Ich heiße auch nicht Maxi, wer gefragt ist wie ein Taxi. Savage, Savage, 365, Savage, Savage, 365, Savage, Savage, 365, oh yeah. Schnall dich besser an, das geht auf keine Kur. Was der Jallo alles kann, jeder Gegner zu ihm aufschaut. Er hat Skills wie Jordan, andere würden dafür morden. War super, bis dahin war top. Ich würde nochmal einsteigen, nach der zweiten Hook. Ja. Weil du kennst den Text ja noch nicht so gut, das ist ganz normal. Also ruhig noch so ein bisschen mehr Emotions rein und ein bisschen mehr so, so ein bisschen mehr Tiger Style. Du machst es echt gut. Okay. Also es hört sich echt gut an, dein Timing war super jetzt. Ich würde einsteigen bei der zweiten Hook nochmal, okay? Schnall dich besser an, das geht auf keine Kuhhaut. Was der aber das kann, jeder Gegner zu ihm ausschaut. Er hat Skills für John, andere würden dafür morden. Sie müssen aber einsehen, gegen Jallo wirst du eingehen. Das war super, vor allem mit der Break, aber ich würde sagen, wir steigen ein, bei sie müssen aber einsehen, kann dass ich diese... Kann ich einen Schluck Wasser? Ja klar, kein Problem. Ich bring dir das. Alter, ich wusste gar nicht, dass du das kannst. Ey, voll gut. Oh, Rapper doch. Doch, Rapper gut. Ich kann den Text hier nochmal, oder? Hast du dein Handy da? Ja. Schon so viel Insta. Ja, klar. Wie würdest du dieses, weil... Wie würdest du das rappen? Schnall dich besser an. Das geht auf keine Kuhhaut. Was Jallo alles kann, jeder Gegner zu ihm aufschaut. Da musst du ein bisschen schneller sein, ja, ein bisschen genau. Vom Timing arbeiten, das aber... Geht auf keine Kuhhaut. Wir haben Zeit, ha? Genau. Jeder Gegner kein Stress. Ja genau, und das zweite, er hat Skills wie Jordan. Ne. Das Geile ist, dass da diese Break kommt mit Aufschaut. Da kannst du auch so ein bisschen mit der Stimme so ein bisschen so runtergehen, so wie Ausschaut. Da hast du Zeit, da kannst du das voll wirken lassen. Okay. So richtig einfach stehen lassen, Aufschaut. Dass jeder denkt so, boah, krass. Einfach so und dann, okay, und dann wieder. Alright, voll geil. Und immer schön lässig bleiben. Ja. Karim hat gerade gefragt, ob ich Instagram für ihn machen kann. Steig ein, machen wir unbedingt. Ja, unbedingt. Und dann ganz normal. Ready? Schnall dich besser an, das geht auf keine Kuhhaut. Was ja alles kann, jeder Gegner zu ihm aufschaut. Ah! War nicht schlecht. Jetzt war es zu lang. Ja, versuch dich ein bisschen zurückzulehnen innerlich. Schnall dich besser an, das geht auf keine Kuhhaut. Was ja alles kann, jeder Gegner zu ihm aufschaut. Er hat Skills wie Jordan, andere würden dafür morden. Sie müssen aber einsehen, gegen Jallo wirst du eingehen. Und du kannst auch, wenn du dann noch ein bisschen Luft hast und der Beat noch läuft, du kannst auch ein paar Adlibs machen, so ein bisschen, aha, oh yeah, okay. Aha, got it, alright. Du kannst ein bisschen auch improvisieren, ja. Das kommt auch ganz cool, da hast du noch Zeit für. Schnall dich besser an, das geht auf keine Kuhhaut. Was der Jallo alles kann, jeder Gegner zu ihm ausschaut. Das gibt es doch nicht, Mann! Komm gerne mal raus, boah. Wir gehen jetzt gemeinsam durch. Alles gut, ja, alles Mann, gut. Ich, Don't stress yourself. Ja, aber das gibt's ja nicht, dass ich das nicht hinbekomme. Doch, klar, wenn man den Text nicht kennt. Es geht auf keine Kuhhaut, was Jallo alles kann. Jeder Gegner zu ihm ausschaut. Ich glaube, das machst du vielleicht, weil ich versuche, der Jallo, das ist schwer, weißt du? Ja. Und dann so, ja aber du kriegst es hin. Ja. Genau, was Jallo alles kann, jeder Gegner zu ihm aufschaut. Da musst du halt schneller werden, ne, mit dem jeder Gegner, weil das sind zwei Silben mehr. Zu ihm aufschaut. Jeder Gegner zu ihm aufschaut. Hast du Pause? Ja, er hat Skills wie Jordan. Andere würden dafür morden. Sie müssen aber einsehen, gegen Jallo wirst du eingehen. Yeah! Schneid dich besser an, das geht auf keine Kuhhaut. Was Jallo alles kann, jeder Gegner zu ihm aufschaut. Er hat Skills wie Jordan. Andere würden dafür morden. Sie müssen aber einsehen, gegen Jallo wirst du eingehen. Yeah. Es war schon wieder nicht gut, deswegen habe ich stark, Mann. Er hat rotes Blut und es heißt wie Glut. Nach einem Lagerfeuer ein Date mit ihm wird teuer. Was redig und bezahlbar, das weiß jeder, der schon da war. Beim FCB im Audidorm sitzt der Jallo auf dem Tor. Boah, okay, jetzt hast das du. Ja, das ist jetzt tricky ist gewesen. Ja pam, 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 pam. Aber du hast jetzt ein Gefühl, wann die Hook wiederkommt. Ja, okay. Ja, das ist gut. Okay, das muss ich halt durchrattern. Willkommen in der Crunch-Time, da kannst du dir ganz sicher sein. Der Jallo wird es richten, denn es sind seine Geschichten, die wir alle lieben und Gänsehaut dann kriegen. Uns fehlen fast die Wörter für Karim Jallos Körper. Woohoo! That's what I'm talking about! Yeah, yes, man! Sir. Okay.
können wir es noch ein bisschen rauszögern. Ich würde sagen, das hast du echt geil gemacht. Wir spielen es dir einfach jetzt so vor. Okay. Wir haben jetzt das im Kasten. Und ich würde ganz gern von dir noch ein paar Adlibs zum Einkriegen. Also ein paar aha, oh yeah. Also wenn du irgendwelche Breaks hörst, rausschneiden können wir immer alles. Okay. Also ruhig mehr als zu wenig. Okay. Und ich weiß nicht, wie sieht es denn aus mit deiner Singstimme? Nein. Also so ein oh yeah oder sowas? So ein bisschen kannst du mal probieren. Ich probiere es mal. Ja, probier es. Wenn es sich nicht anhört, dann schneiden wir es eh raus. Aber ruhig so ein bisschen mit Emotions, so ein bisschen einfach in dieses Ganze, in diese Atmosphäre reinbegeben. So. Und dann hast du es bestimmt voll im Feeling so. Okay, let's go. Was rede ich hier? Das hört sich gar nicht schlecht an. So, das hier ist der Emanuel. Der wird das Ganze jetzt auflösen. Yeah. So machen wir das. Aber du darfst auch noch ein bisschen zuschauen, natürlich. So, dann zeige ich mal. Aha. Ist geil. Nee, ruhig weiter nochmal. So ein bisschen, also ein bisschen. Ich weiß, es ist gerade ein bisschen anders. Fist in the house. Okay. Gib mir ruhig noch ein bisschen Singstimme. Okay. Ich soll mir langsam mal auflösen. Let's go. Ich würde es am liebsten mit gar nicht auflösen. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Auch gerne mal singen so, yeah, ich bin's. Okay. Weißt du, dein Name so ein bisschen mitspielen mit deinen Gefühlen. Okay. Mhm. Yeah, ich bin's, Kareem. Mhm. Oh yeah. Auch gerne mal so irgendwie so, keiner ist so heiß wie ich, oder keiner spielt so gut. Keiner ist so gut wie ich, yeah. Ich bin ein Kuse. Ich rap hier raus. Aha, yeah. Mhm. Ich bin's, der Boss. Yeah, aha. Und geh ruhig noch mal ein bisschen aus dir raus und mach noch ein bisschen singen. So ein bisschen singen haben wir. Oh yeah, Kareem. Check mich aus. Oh yeah. Keiner ist so gut wie ich. Yeah. Oh yeah. Ach, was? Savage. Wir haben es super. Okay. So, euer Auftritt. So. Grüße dich. Du kriegst schon den ersten Platten. Hey! Du bist ja geil, oder? Den hab ich mir verdient, oder? Hey, voll gut gemacht. Kurz groß raus. Sehr cool. Ja. Wir danken dir für diese Produzentenaufnahme. Kareem? Ja. Herzlichen Glückwunsch zu dieser Performance. Ja, vielen Dank. Wir sind tief beeindruckt. Wir müssen dir jetzt eine Sache gestehen. Ja. Emilo und wir haben ein neues Format. Okay. Kennst du Punked von MTV damals noch? Nein. Es war so eine Art versteckte Kamera. Du kennst aber Wladimir Lucic und Reggie Redding mit der Cool Down Cream, oder? Nein! Hier ist mein Text übrigens, also dass ich danach singen, okay, das ist echt oh mein Text. Oh mein Gott, Mann! Warte. Scheiße! Wäre ich lieber im Bett geblieben, Mann! Es hat sich so angehört, als wärst du noch im Bett. Und sie, ey, sie immer so, ja, du machst es voll gut. Ich bin's. Also du merkst, jeder hier war eingeweiht. Nimm, das passt jetzt weg. Das war mir schon nicht ganz koscher hier. Ich bin so heiß. Hey, aber das ist ein guter. Danke. Oh mein Gott. Mega. Sehr schön. Das hast du gut gemacht. Also, warte. Ich hab da was noch. Da wo ich gedacht habe, da ist komisch, als er gesagt hat, ich kann vor. Also wirklich, ich bin beeindruckt. Wie hast du dich da drin gefühlt? Ganz gut hat es anscheinend. Ja, ich dachte, das, weil sie hat mich immer so motiviert. So. Ich dachte, ich bin hier krasseste Rapper und so. Aber wir brauchen, dass alle Männer das denken. Ja, wie zufrieden bist du denn? Ich bin echt beeindruckt über seine Disziplin, muss ich wirklich sagen und ihm lassen.
er hätte einfach hinschmeißen können, aber er hat wirklich, er ist dran geblieben. Er hat es gut gemacht, abgesehen von der Soundqualität natürlich. Aber Potenzial zum Nummer 1 Hit, würde ich mal behaupten. Absolut, also mindestens Nummer 1. Wunderbar, mein Gott. Was sagt hier der Ideengeber des Ganzen? Der Songwriter. Ja, uns hat sehr gefreut, dass Karim gut mitgemacht hat und wir es erst am Schluss gut aufgelöst haben. Aber es soll ja auch was Kleines rausspringen. Du bist herzlich eingeladen, ein Jahr lang Kaffee und Kuchen bei uns for free. Das ja? Okay, dafür mache ich das gerne. That's what I'm talking about. Yes, sir. Nächster Song, hey. Nächster Song, hey. Ey, Laila, das ist eine coole Aktion. Anton? Hast du Worte? Ja, ich bin fassungslos, wirklich. Das war gut. Vor allem die letzten Aufnahmen, das war super. Oh yeah und so, das war perfekt. Gut, also ich glaube, alle sind rundum glücklich. Ich weiß nicht, ob du mit uns irgendwann mal wieder reden wirst, aber... Bei bin ich erstmal raus, bin ich erstmal ehrlich. Aber bei Emilio bin ich drin, ey. Nee, also wir sagen natürlich auch Dankeschön bei Charivari, dass wir hier sein durften, bei Emilio sowieso. Und ich würde sagen, das war eine rundum gelungene Sache mit einem Ergebnis, das sich sehen lassen kann. Oh yeah. Yeah. Also, guten Tag, Mann. Ah ja? Ja? So, wir sind zwar immer noch ganz euphorisiert von diesem Dank gerade und der Performance von Karim, haben uns gerade einen Kaffee bestellt und eine Apfelschorle, warten da drauf, bis sie da ist, seht ihr jetzt den Vorbericht auf Bonn, beziehungsweise so ein kleines Zwischenfazit, was denn diese Saison sportlich alles so los war. Es läuft einfach bei Bernie und dem FC Bayern Basketball. So oder so ähnlich jedenfalls das erste Zwischenfazit nach einem knappen Drittel der Saison. 15 Siege aus 16 Pflichtspielen. Erste in der Bundesliga, erste im Eurocup, vorzeitig für die Top 16 qualifiziert. Der Blick auf die blanken Zahlen macht in der Tat Spaß. In der BBL die Bayern mit einer 9:1 Bilanz ganz oben. Zuletzt mit 6 Siegen in Serie, unter anderem in Berlin oder zu Hause gegen Meister Bamberg. Die einzige Niederlage gab es am vierten Spieltag zu Hause gegen Würzburg. Zur Erinnerung, auch in diesem Spiel führten die Bayern bereits mit 22 Punkten. Naja, egal. Scheint wohl der Warnschuss zur rechten Zeit gewesen zu sein, denn seither der FCB makellos. Und das auch international. München neben Krasnodar und Darussa Faka Istanbul das einzige Team ohne Niederlage. 6 aus 6, die internationale Weste der Bayern so weiß wie deren Auswärtstrikots. Trotz aller Zufriedenheit über den bisherigen Verlauf ist aber auch klar, kaufen kann man sich vom fast perfekten Saisonstart nichts. Im Gegenteil, die Herausforderungen, die warten, nicht weniger groß, zumal die Bayern mit Verletzungspech zu kämpfen haben. Wladimir Lucic schuftet nach seinem Mittelfußbruch in der Reha und auch Stefan Jovic feilt nach harter EM und Handverletzung an seiner Topform. Genügend Möglichkeiten in der Praxis bietet der Dezember, in dem die Bayern gleich 10 Pflichtspiele vor der Brust haben. Zu Beginn kommt am kommenden Freitag Bonn in den Audidom. Die Bonner als Tabellenfünfter immer ein unbequemer Gegner und für Überraschungen gut. Am Freitag um 19 Uhr geht's im Audidom also das nächste Mal heiß her. Mittendrin natürlich auch wieder unser Scharfschütze mit der 99, Bernie. Wusstest du, dass Nihat Djedovic so sein will wie du? Wegen dem Style oder was? Hat er jetzt nicht explizit gesagt. Er hat gesagt, er möchte gerne so sein wie du. Also wir zeigen es dir auch gleich. Wow, okay. Da bin ich gespannt. I don't like Anton. No. Character. super competitive. If it's ping pong, if it's basketball, if it's cards, he's super competitive. Kavel, mein Zimmerkollege, schon zweites Jahr, professioneller 100, mehr als 100%. Selbst wenn wir wie heute zum Beispiel einen Off-Day haben, ist er der Erste in der Halle und nimmt 100 Würfe. He's a motivator, just watching him, his hard work, at the age that he's at right now, just seeing the work that he puts in and the extra shots he gets up, the energy he puts into the game is unbelievable, man. Just watching that and me being younger and seeing that, it makes me want to go even harder just to
just to bring that same energy and passion that he does. Anton is the nicest, meanest, great, the biggest jerk. He's like everything all in one, but hand in hand with that said, I think me and Anton have a good relationship. We understand each other. Und ja, auch so witziger Typ. Man hat, kann auch Spaß mit ihm haben. Beim Blackjack jetzt im Trainingslager am Abend haben wir immer viel Spaß. Ich will einer wie Anton Gavel sein, glaube ich. Ja, mit der Workethik und alles, was er macht. Er ist ein Role Model. Ich glaube, dass jeder muss auf ihn gucken. We compete, we talk a lot of trash to each other. And we want to kill each other in practice, but after it's over, we always hugging and making sure it's all fun and competitive. And he's definitely one of my favorite teammates. But that's the kind of guy you want on your team. So, jetzt müssen wir dich, glaube ich, erstmal wieder auf den Boden der Tatsachen zurückholen, oder? Was sagst du dazu? Ja, ich bin geschmeichelt wirklich, dass sowas über mich gesagt wird, also gerade von meinen Teammates, das ist Wahnsinn. Also ja. Man muss sagen, wo sich wirklich alle durchweg einig sind, ist deine Disziplin und dein Eifer. Das liegt dir im Blut oder hast du dir das irgendwie in der Kindheit erarbeitet oder gab es irgendwann einen Moment, wo du gesagt hast, okay, ich muss, wenn ich das machen will, 110% geben? Nö, ich glaube, das wurde mir von meinen Eltern beigebracht, also gerade Disziplin, egal ob das im Sportbereich ist oder auch im Leben. Und was Sport angeht, habe ich früh gemerkt, dass es talentiertere Spieler gab oder Spieler mit mehr Talent, wo ich einfach ein bisschen mehr machen musste. Und mein Ziel war immer Euroleague und das war, als ich das immer geschaut habe, war ich schon neidisch, die Leute, die Spiele zu sehen und irgendwann habe ich mir dieses Ziel erfüllt und war natürlich zufrieden, dass ich das geschafft habe. Aber das ist jetzt eine andere Sache. Ich meine, ich freue mich vor allem über das, was die Jungs gesagt haben. Und es ist auch schon viel Recht dabei, vor allem was angeht, dass ich the biggest jerk sein kann. Also ich kann natürlich sehr unangenehm sein und auch manchmal das Arschloch, sagen wir mal. Aber ich finde ja auch mal, dass man nicht immer nur nett zueinander in einer Mannschaft sein kann, sondern manchmal müssen auch die Fetzen fliegen. Und wie Reggie das gesagt hat, es geht wirklich hart im Training zur Sache, aber am Ende sind wir wirklich Freunde, haben alle gute Relationship, wie er gesagt hat, dass wir uns umarmen am Ende und alles ist gut, ja. Und inzwischen blickst du auf eine unglaubliche BBL-Karriere zurück. Wie war der Anfang in Deutschland für dich, als du hier Fuß gefasst hast? Das war erstmal in der zweiten Liga Süd in Karlsruhe und sicher war das nicht einfach. Ich meine, ich hatte auch Glück, dass ein Trainer aus der Slowakei immer einem jungen Talenten sozusagen Chance geben wollte. Er hat es mir gegeben und ich danke ihm natürlich immer noch dafür, dem Dr. Wojtko. Und der, ja, ich habe die Chance dann genutzt und wir sind im zweiten Jahr direkt aufgestiegen, das, was natürlich keiner gerechnet hat. Und alles mit der Schule, mit der Sprache, mit alleine sein ohne Eltern, war das schon nicht einfach, aber man konnte sich dann langsam Stück für Stück gewöhnen und dann lief das auch besser. Jetzt bist du erstmal ein guter Kapitän und als Kapitän muss man ja auch das Drumherum oft organisieren. Weihnachten steht bevor und wir haben uns gedacht, vielleicht wichtelt ihr ja in der Mannschaft. Ist es denn so? Ja, das hat der Bryce die letzten Jahre gemacht. Ich werde das auf jeden Fall fortsetzen. Machen das dann sicher, dass wir uns dann vor Weihnachten treffen und das machen. Ich glaube, letzte Jahre kamen echt gute Sachen dabei raus. Und ich glaube, das ist immer ziemlich witzig, gerade auch mit den neuen Spielern, die das nicht gemacht haben. Es wird auf jeden Fall spaßig und wir werden diese Tradition fortsetzen. Gut zu wissen, da klinken wir uns vielleicht irgendwie bestimmt mit ein. Bis dahin werden wir jetzt am Wochenende viel Spaß haben, den Prank zu schneiden mit Karim, den ihr jetzt vorher gesehen habt. Und dir wünschen wir ein schönes Wochenende und wir sehen uns am Freitag, 1. Dezember, dann im Audidom wieder. Bis dahin, macht's gut, Servus.